Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, dem MadXP. Und ich muss erstmal die Musik auf meinen Ohren ein bisschen leiser drehen. So, und ja, wie ihr seht, wir spielen diesmal Eats Machines oder Munchies. Nicht Machines, Munchies. Monkeys nennen wir. Wie ihr seht, Peter, klickt vor Moment, brauchen wir nicht. Ich kann so viel sagen, wir haben hier so ein kleines Hunger hier, das hat ziemlichen Hunger, ja? Und wir sehen mal, wie wir denen helfen können, seinen Hunger zu stillen. Forest. Wir fangen mal nochmal bei der 1 an, weil ich hatte jetzt so ein, zwei Level mal kurz geguckt, wie das Spiel so ist. Und was mir zum Beispiel schon aufgefallen ist, das ist hammerkomisch skaliert. Ist also, ich muss hier teilweise unterklicken. Und wir könnten, ja, werden wir sehen. Und dann klicken wir einfach auf Go, klicken auf Fast. Und ja, da sind nur kleine Löcher, springt er automatisch drüber. Und dann muss er zum Kuchen. Hier gesehen haben wir da jetzt nicht. Aber wir gehen einfach wieder mal ins nächste Level. Dann sehen wir das ja. Ich weiß jetzt nicht, ob oben und unten jetzt noch was ist. Hier oben haben wir Optionen. Ne? Mit den Optionen können wir Ton und so ausschalten. Aber das lassen wir mal, weil ich finde es eigentlich ganz cool, das macht so eine ganz gute Atmosphäre. Und wie ihr seht, wir müssen immer drei Lollis einsammeln. Dann rennt er automatisch zu diesen Kuchen. Ja, das sehen wir jetzt, wenn ich den da jetzt so hin mache. Dann können wir den da mit so drehen. Und noch scheint das Ganze recht einfach zu sein. Ich weiß noch nicht, wie lange wir das jetzt machen, aber wir werden einfach mal gucken, wie gut das klappt. Ihr seht, der springt schön über diese kleinen Löcher drüber, springt dahin, läuft dagegen und läuft dann automatisch zum Kuchen. Ab zu Level 3. And here we are. Such things and then... Ja, also es saugt Dinge ein und spuckt sie wieder aus. Okay. Ich habe da schon sowas ähnliches im Trailer gesehen. Wir müssen was ganz alleine machen. Ich würde das eigentlich so am liebsten jetzt da so platzieren. Das geht? Ne, ich denke mal, das brauchen wir nicht mal. Dann machen wir das einfach dahin. Ist das fest? Okay. Ich wollte den da, aber... Nee. Nächster Versuch, go. Ja, brauche ich nicht. Genau so will ich das. Genau so und nicht anders. Ab zum nächsten Level. Ja, wir haben heute Sonntag, den 13., ach nee, den 15. September. Es war Freitag der 13., ja, wenn ihr vom 15. so ein bisschen zurückrechnen könnt. Ja, muss ja ganz kurz hier überlegen. Schafft ihr das so? Den muss ich gerne anklicken. Okay. Der war auch da drauf, Mensch. Stop it.
da müsste er wirklich noch zweimal rufen oder was? Ja. Das wäre natürlich gut, hier gehe ich jetzt hier auch keine Zeit, das heißt, das kann natürlich sein, ne? Wenn der dann. Dass es ihnen dann egal wäre, wie oft er dann von unten nochmal laufen muss. Am Freitag der 13. Euro Ausbildung habe ich ja auch angefangen. Makes Eats angry. Oh mein Gott, emotions are the spice of the life. Okay. Und zwar habe ich jetzt auch angefangen mit der Ausbildung. Ich glaube, ich habe da eine Idee. So. No, das geht noch recht schnell. Angefangen mit der Ausbildung und dann müssen wir momentan Hammerkopf heilen. So, richtig geil. Glaub mir nicht. Und. Ja, war eigentlich. Freitag 13. Unser Ausbilder meinte, ja, nur ist halt schau, wo man Glück hat und so. Also, ja, natürlich hat man gemerkt und war eigentlich recht witzig. Den einen fällt da drunter, den anderen da. Wisst ihr machen, ne? Hä, wofür brauchen wir denn da jetzt das Holz? Das wäre jetzt unnötig, die da zu verballern, oder nicht? Soll ich die da anpacken? Wo soll das Ding hin? Einfach mal gucken. Ach so, da ist denn zu Ende. Ich habe ja gesehen, dass der in die Richtung läuft, aber. Hat jetzt versucht gefunden zu ignorieren. So wie öfter. So wie viele Dinge in meinem Leben. Na gut. Dann machen wir halt so, dass das da irgendwo hinpasst. Und sperren das dann so damit. Na, los. Sperren dann so damit sozusagen ab. Okay. Ja, das Spiel habt ihr gesehen, ist halt in der Beta. Ich weiß gar nicht, ob man dafür einen Key braucht oder so. Ich habe auf jeden Fall einen Key gekriegt. Dank des Humble Bundle 9. Indie Bundle, keine Ahnung, irgendwie so. Habe ich das halt gekriegt. Für 1 Dollar, sprich 0,78. Also 78 Cent. Kommt man da ruhig mal machen. Und da sind ja auch noch andere Spiele, ne? Die sich auch ähnlich noch lohnen. Ich habe es eigentlich nur wegen Brutal Legend. Ja, von der New Puzzle, ja, das interessiert mich nicht. Und jo. Achso, was ich dazu sehe, das hier ist halt einfach nur so eine Art, so, wie bei einem Forschungsbalken so ungefähr, wenn da was aufsteigt, kann man halt das nächste erreichen und dann schaltet man neue Items oder so frei. Cupcakes, Retreat. Okay. Keine Ahnung. Okay. Er sieht schon eigentlich recht angry aus. Ist die Frage. Ja, ist ja gut, Mensch. Das heißt. Der muss dahin. Den. Da. Das scheiß Vieh rollt ja da weg. Ach so. Gut zu wissen. So, dann machen wir so und dann so und dann gucken wir, ob das passt. Und jetzt sollte er sich beruhigen. Ja. Aber er hat nicht das gemacht, was ich eigentlich wollte. Heißt, er ist dagegen gesprungen. Gegenspringen ist nicht gut. Und so. Heißt also, die können auch dagegen springen und das wäre nicht so sinnvoll. Ist der jetzt eigentlich dauerpisst?
Scheint wohl so. Ich hätte eigentlich gedacht, er wird nach einer Zeit wieder ruhig. Aber okay, wir müssen ihn also mit diesem Cupcake da halt beruhigen. Das ist recht interessant. Onion! Eats is pretty emo. No! Onion Stand. Okay. Mittendrin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Alles klar, das sah gut aus. Nein! Jetzt hab ich so doch verkackt. Oh, war das gerade lustig. Und jetzt. Okay, der ist gut. Na, also weg. Ja, sehr schön. Ah. Ich setze mir einfach zum Ziel, immer so eine drei Lollis halt zu fangen. Nicht jetzt, damit ich weiterkomme, sondern generell, weil es eigentlich recht witzig aussieht oder weil es halt besser so. So, er springt darüber. Okay. So, dann da runter. Dahin. Nein. Okay, also das müsste man vielleicht nochmal fixen, dass man das nicht so wegschießt, wenn man da drauf springt. Wobei das eigentlich recht witzig ist. Macht das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter so. Läuft. What the? Okay, gut zu wissen. Man kann also auch mit diesen komischen. Ah, stimmt ja, da war ja alles so generell. Bombo, explode on impact. Die fällt auch runter, oder? Ist die Frage. Okay, da wird so. Das heißt, das muss so, das muss dann auch weg. Ich kann mir vorstellen, dass das da gleich wegspringt. Ja. Ah, stimmt ja. Okay. Mensch, doppelt nachdenken hier heute. Das ist ja schlimm. Ist schon erledigt. Wenn so viel nachdenken kriege ich ja sonst nicht. Das ist ja. Mal sehen, was das wird, wenn ich in der Berufsschule bin. Den kann ich ja nicht wegbewegen, ne? Machen wir halt so. Dün, 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 dün. Nein. Ah. Wobei eigentlich sollte doch okay, wenn er einfach so macht. Warum bin ich darauf nie einfach gekommen? Das war auch eigentlich viel zu einfach. Oh, ich habe Skype noch nicht abgemeldet. Das müsste ich vielleicht nochmal schnell machen. Genau. Beschäftige ich den Passer. So, warte Sache. Wo ist denn der? Ach, da oben. Das heißt, das muss erstmal da freigesprengt werden. Impact. Aber der muss schon mal dahin. Ich hab da noch eine Idee. Weil der eigentlich fast schon schlecht ist. Probieren geht über studieren, oder wie war das?